Ach so, okay, jetzt passt die Uhr oder was? Habe ich die falsch gestellt gehabt? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, meine Freunde, der gute Nacht. Ah. Was kriege ich jetzt? Eine blaue Scherbe. Eine blaue Scherbe. Wo gehört die hin? Da gehört die hin, wahrscheinlich. Zack. Uiuiuiuiui. Kann ich ihn hier noch machen? Ach so, warte mal, da ist ja noch was. Ein Bücherteil. Okay. Wie komme ich ihn dorthin? Ach so, komme ich hin. Haha, okay, alles klar. I'm sick and tired of waiting up here. These ravens are driving me batty. Just a little more time. Once it's ready, we'll get our payoff. Mao und Amber strebten schon immer nach mehr, mehr Geld, mehr Macht und Dalimar bot ihnen alles, was sie sich wünschen. Zumindest dachten sie das. Oh, habe ich nur noch einen verdammten? Ich glaube, ich weiß, wie man dies öffnen muss. Was habe ich jetzt gekriegt? Eine Niete und eine blaue Scherbe. Ah, noch eine blaue Scherbe, okay. Sprach der Rabe, verschwinde. Nein, das war nicht richtig. Wie komme ich an ihnen vorbei? Das wird nicht einfach, das kann ich dir sagen. Oh, Wackelkopffigur. Ja, einfach mal so gefunden, ne? So, eine blaue Scherbe. Ne, super. Und eine Niete 2. Was ist eine Niete 2? Wo können die hin schon wieder? Na, da glaube ich wohl kaum. Niete 2. Tja, Freunde, ich weiß nicht wohin. Labor. Ah, das da, da, da? Nö. Okay, das habe ich schon. Das bringt nichts. Ja, und weiter. Ach so. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass da was ist. Ich glaube, das gehört zum Puzzle dazu. Lol. Gemeinheit. Aha. Eine Linse. Keine Ahnung, für was die Linse wieder ist. So, zwei. Scheiße. Vier. So, jetzt kriege ich das hier. Kann ich reingehen damit und hier das Arztköfferchen öffnen. Öffne dich! Uiuiuiuiui. Was haben wir denn hier? Ja, keine Ahnung. Man sollte wohl Tricks vermuten, wenn man auf dem Jahrmarkt arbeitet. Jo, das sollte man, das sollte man. Beschleuniger 1. Och, Mensch. Das will ich noch nicht machen. Was haben wir denn da bekommen? Mehrere Tage trieben die Piraten unser Schiff gegen Osten. Um den Märzsturm zu vermeiden, drehten wir östlich. Wir verließen den Nordstern und segelten gen Norden wegen dem Feuersturm. Unsere Heimreise dauerte länger als erwartet, aber wir hielten uns südlich. Unsere Verzweiflung wuchs stetig, bis die Crew meuterte und der neue Captain in eine andere Richtung lenkte. Also. Mehrere Tage trieben die Piraten unser Schiff gen Osten. Um den Märzsturm zu vermeiden, drehten wir östlich. Wir verließen den Nordstern und segelten gen Norden.
Nö. So, gehen Norden. Unsere Heimreise dauerte länger als erwartet, aber wir hielten uns südlich. Unsere Verzweiflung wuchs stetig, bis die Crew meuterte und der neue Captain in eine andere Richtung lenkte. Im Januar begannen wir südlich vom Nordstern. Irgendwann ließen sie ab und wir hielten uns östlich. Soll das gehen? Oh mein Gott, ey. Muss ich jetzt tatsächlich das dann schaffen, damit ich dann weiterkomme, oder ist das nur so ein Zusatz? Ich hoffe, das ist nur so ein Zusatz, weil sonst weiß ich es nicht. Okay, da haben wir eine neue Linse. So, sonst noch irgendwo was? Nö. Ach so, ja, das haben wir jetzt am Lösen. Ich freue mich schon so sehr. Wo ist denn der Rätselbutton? Da. Bediene den Schalter Nummer... Was? Bediene den Schalter bei Nummer 2. Wähle Zahnrad Nummer 2 aus. Okay, Zahnrad Nummer 2. Wo ist Zahnrad Nummer 2? Da. So, jetzt gebe ich die Batterie da rein. Hebe die Batterie auf und stecke sie in den Aussprung neben der Hand des Apparats. Drehe den Schalter über der Batterie, bis sie voll geladen ist. Drehe den Schalter über der Batterie, bis sie voll geladen ist. Sicht ist da oben, das gehört zum Gehör, das gehört zum Geruch. Da ist ein Pfeil. Na, wo gehört der hin? Oh. Ja, aber welcher Dingsbums? Achso, warte mal. Da, Gehör. Back. Na, ich will nicht rausgehen. Bediene den Schalter oberhalb der Batterie, bis sie fertig geladen ist. Du bist lustig. Welcher Schalter über der Batterie? Da gibt es keinen Schalter über der Batterie. Ah, Sicht. Schalter über der Batterie, bis sie geladen. Ah, da! Entschuldigung. So, jetzt kann ich es wahrscheinlich da reingeben. Das hätten wir schon einmal. Drücke die Anzeigen in der richtigen Reihenfolge. Mitte oben, Mitte unten, unten rechts, unten links, oben rechts, oben links, oben rechts, links. Welche Anzeige? Achso, die. Mitte oben. Achso, warte mal, da schreibe ich mal auf. Brauche ich eigentlich gar nicht. Mitte oben. Mitte unten.
unten rechts, unten links, oben rechts, oben links, rechts links. Okay, das hätte ich auch einmal. Bediene die Schalter bei Nummer 1. Wähle Zahnrad Nummer 1 aus. Platziere das Buch, den Fernseher und die Regenbögen in den Sichtbereich. Ach so, Fernseher. Plumps. Wähle die Bilder aus, bis du die Vogelmarke entdeckt hast. Platziere den Vogel, das Radio. Welche Bilder? Ach so, die Bilder. Bei Gehör. Dann habe ich da Geruch. Und was soll ich jetzt reparieren? Mit der Wählscheibe oben links mit Hilfe der Karte. Wähle die Bilder aus, bis du die Karte entdeckt hast. Die Karte. Verbinde die Drähte des Apparates mit der Wählscheibe oben links mit Hilfe der Karte. Wähle die zwei Punkte aus, um sie zu verbinden. Hä? Ja. Juhu! Wir haben eine Kontrollsicherung erhalten. Die stecken wir dann höchstwahrscheinlich hier in den Computer hinein. Dann erhalten wir einen Magnetschlüssel. Was können wir mit einem Magnetschlüssel wieder tun? Ah, Erste-Hilfe-Kasten. Einen Filter für die Maske. Können wir sie mitnehmen? Und das Wimmelbild erledigen. So, dann nehmen wir das Fläschchen hier. Warte mal, wenn wir rausgehen und wieder rein, ist das dann wieder verändert? Nein, keine Ahnung. So, gelb. Rot. Gelb. Grün. Rot. Ja, Gold. Habe ich übrigens hier die Farbkombination gehabt, ne? Für die Freunde,
die sich wundern, wie ich das geschafft habe. So, dann mache ich da den Kreis. Das kann er erledigen. Da habe ich die Leuchtpatrone. Die werde ich wahrscheinlich dann brauchen oder bekommen für die Leuchtrakete im Auto. Nun, was ist denn, Mäusi? Schlange, Trichter. Trichter habe ich hier. Eine Schlange muss ich eigentlich auch finden, weil ich hasse Schlangen. Ein Stößel und eine Retorte. Was bist du für eine Katze? Stößel und Retorte. Wobei ich mir unter dem Begriff Retorte nichts... Ah, das war das, okay. Nichts vorstellen kann, wollte ich gerade sagen. Aber das Glück war auf meiner Seite und wir haben es bekommen. So, einen Stößel. Ja, ihr merkt es, Freunde, ich werde immer nicht mehr so gesprächiger, weil ich schon ein bisschen müde bin. Schon halb zwei in der Früh und 2,5 Stunden nehme ich gerade auf.